Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Papas Wintertaverne und weiter geht's, nächster Tag. Ich tu noch mal schneller machen. Okay, was liegt an hier? Erreiche 112 Gäste. Ja, ich denke in den letzten beiden. Ach, heute ist Veranstaltung, okay. Ich denke in den letzten beiden Folgen haben wir unsere Taverne recht gut aufgebaut. Wir machen auch gut Geld. Ist zwar wenig oben zu sehen, aber wir haben viel investiert. Und schauen wir mal, was ist denn mit unserem Küchenchef hier? Was ist denn mit dir? Brauchst du mehr? Okay, Ines ist dazu, gebe ich dir mehr. Okay. So. Mal gucken, was jetzt. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir müssten. Nee, Glühwein ist noch alles da. Okay. Im Grunde müssten wir es doch jetzt erstmal nur laufen lassen und erst einmal Kohle machen. Genau, dass wir Stück für Stück weiter ausbauen können. Was ich schade finde, ist, dass während Veranstaltungen kein Essen ausgegeben wird, ne? Ja, das geht uns verloren ein bisschen. Wird zwar aufgefangen jetzt durch die 200 Sesterzen, die wir bekommen, weil wir die Veranstaltung geben, aber letzten Endes muss ich ja sagen, verdienen wir mit dem Essen mehr. Aber gut, wir brauchen die jetzt erstmal hier, die 28. Ich schaue noch mal kurz nach, was wir in den letzten Tagen an Essen. Essen verkauft, ne? 284. Da verdienen wir schon mehr. 210, 280, ja, das ist schon. Jetzt nicht so das Geschäft, wo man sagt, ja, das bringt uns was. Wir brauchen es wirklich nur für die Forschung. 15 fehlen uns noch. 14. Das heißt, wir müssen nochmal so eine Veranstaltung machen. Da würde ich sagen, da planen wir die direkt mal ein. Stammtisch. So einen Tag in den nächsten 7 Tagen geplant, hä? Was, 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 was? Geht das wenigstens am Sonntag jetzt noch? Jetzt, okay. Okay. Die Getränke reißen sie ein bisschen raus, ne? Nächster Tag. Warten wir mal nicht so lange. Gibt es denn noch was, was wir irgendwie bauen können? 87 Gäste am Tag. Wir könnten nur uns jetzt das ein bisschen verschönern hier, ne? Na gut. Aber da fehlt uns ein bisschen das Geld. Ich denke, wenn die Forschung durch ist, dann werden wir erstmal noch genug Geld brauchen, um die ganzen Fässer zu kaufen und aufzufüllen, ne? Genau, kommt dran. Wie sieht's denn bei dir aus in der Kiste? Die müssen wir ja auch immer wieder auffüllen. Ach so. Okay. So. Getränke, der Theke ist voll. Kommt, Mädels. Teilt aus. Ich will jetzt nicht unbedingt noch eine dritte Angestellte hier einstellen. Oh ja, doch, Kohle wird, ne? Was ist hier? Johnny Cash. Du wieder. Wir machen Hauptgerichte. Den spezialisieren wir mal ein bisschen für Hauptgerichte. Mal gucken. Na los, Leute, trinkt, trinkt hier. Das ist ja keine Wärmstube. 11 Rote. Das spielt auch um sein Leben, ja, hä?
Blub. Okay. Ne? Das lässt sich doch gut an. Nächster Tag gleich. Damit wir mit der Forschung dann fertig werden. Das wäre ja dann übernächsten Tag, okay. Früchtetee könnten wir direkt mal noch ein bisschen... Glühwein. Okay. Zwei Sterne Brot. Erreiche zwei Sterne mit irgendeinem Essen. Das ist doch gut. Ein Abenteurer-Tisch kaufen. Der kostet aber auch gleich 1000 Sesterzen. Mann. Aber den brauchen wir. Warte mal, brauchen wir den, wenn wir Käse einkaufen wollen, ne? Für die nächste Veranstaltung brauchen wir den aber. Was? In Kisten fehlen Zutaten? Was? Ach du Scheiße. So, Johnny, komm, hier. Okay, wir haben Gemüse, genau, Käse hier drüben, das brauchen wir dann. Das müssen wir dann ja holen über einen Abenteurertisch. Ich habe mir das seit der letzten Folge nochmal überlegt. Vielleicht könnten wir tatsächlich das Lager hier in die Küche links unten mit hinbauen. Es wird zwar eng, dann mitten, weil wir ja auch noch einen Togo-Tresen haben und können die Ecke da nicht nutzen, rechts unten. Aber vielleicht können wir... Ich will mal kurz was probieren. Ob wir vielleicht den Schrank für die Teller mit hier hernehmen. Obwohl, er braucht die ja, wenn er das Essen zubereitet. Braucht er den Schrank? Da ist es doch kürzeste Weg, ne? Wir lassen das mal so. Also ich denke, wir probieren das jetzt einfach, dass wir, wenn wir später die Lagerhaltung haben. Okay. 92,5%. Müssen wir noch ein paar Tische reintun. Aber den Gedanken würde ich jetzt gerne noch mal zu Ende führen. Dass wir links unten das Lager reinmachen. Und hier den Raum, da machen wir einen Abenteurertisch rein. Da würde ich aber die Wand rausmachen, weil ich da nicht extra eine Leuchte da reinmachen will, ne? Wir machen das hier noch ein bisschen schick. So. So wie bei dem anderen Raum. Setzen noch ein Fenster hinten. Halt. Setzen noch ein Fenster hinten rein, dass die rausgucken können. Noch eine Dekoration. Gardine ran. Zack. Und wenn wir dann die Kohle haben, wenn wir dann über 1000 sind, machen wir einen Abenteurertisch rein. Noch einen schönen runden Teppich. Moment. Hier so ihn. Okay. Da haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Alles klar. So, nächster Tag. Komm, Talbot. Nee, das war im Sort. Nee, ist nicht unser Talbot. Nee. Der Talbot war der andere. Du hast dich erfolgreich verteidigt, ja. Wie hieß... Moment, wie hieß... Worden, genau, der Worden war's. Okay, den müssen wir auch dann ganz schnell aufs Maximale ausrüsten. Damit uns die Diebe nicht auf den Beutel gehen. Weil wenn du so ein Fass verlierst, dass du eins geklaut kriegst, das ist schon schmerzhaft in der Kasse.
8 Rote brauchen wir noch. Was machen wir dann als nächstes eigentlich? Kamingrill, da kann ja dann auch Fleisch machen. Plus 14 Gäste am Tag. Ich denke, das wäre erst einmal wichtiger, dass wir mehr Gäste reinkriegen, ne? Ja, wir hatten gesagt, wir wollen noch ein paar Tische rüber. Das bedeutet, dass wir aber auch eine Heizung brauchen. Eine Heizung. Na, hier hinten beim Abenteurertisch brauchen wir die nicht, aber hier vielleicht mit her, ne? Hier unten kommen die Gäste rein. Wenn wir das so machen, könnten wir vielleicht noch 2 Tische reinquetschen, ne? Okay, wir setzen hier mal die Heizung hin. Tische. Holzklasse einfach. Hier noch ein Tisch hin und hier, ne? Könnte man vielleicht sogar so hinsetzen, dann ist der Eingangsbereich von der Küche nicht so zugestellt. Sitzplätze. Naja, wer weiß, wie oft wir das noch umstellen. So, alles klar. Mal schauen, wenn uns dann noch was Besseres einfällt, dann, dass wir das noch ein bisschen hin und her schieben können, vielleicht nochmal noch einen Tisch irgendwo rausquetschen können, dann müssen wir mal sehen. Aber ich denke mal, wir müssen dann mal sehen, wie die Auslastung ist. Mein Eindruck ist ja, dass oben rechts, dass wir mehr Gäste aufnehmen könnten, wenn wir nur mehr Plätze hätten. In der Kiste fehlen. Warte. Hier kann geholfen werden. So. Okay. Da hinten ist aber ausreichend Licht, ne? Ja. Ich mach nochmal hier Licht an, ja. Kann man das noch ein bisschen. Nee, muss eigentlich nicht. Jetzt wäre das hier hinten. Moment. Jetzt haben die beide Kehlicht. Wenn wir das noch ein Stück hier reinsetzen. Ja, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Wir können das so lassen. Na, hier hinten in die Ecke, wo das Licht nicht hinkommt, da sollen ja die Treppen hin. Ah, bei die Abenteurer, da könnten wir vielleicht noch eine kleine Kerze hinmachen. Wenn die denn unbedingt was sehen müssen. Da machen wir mal hier so eine 150, ja komm, das nehmen wir. Machen wir mal hier so eine rote Laterne ran. Genau. Macht natürlich auch einen schönen Eindruck, wenn wir hier eine rote Laterne hinmachen. Na, das sieht schon gut aus. Wir haben zwar jetzt, haben wir keine Kohle dafür, ne? Aber wir machen es trotzdem mal. Einfach weil es gut aussieht. Das bringt nochmal ein bisschen schönes Licht rein. Okay. Okay, wir haben einen Haufen ausgegeben. Ich glaube, jetzt ist wieder Veranstaltung, ne? So, nächster Tag. Dann müssen wir jetzt fertig werden mit der Forschung. Wie sieht's aus in der Kiste? Oh, wir haben Minus. Okay. Dann müssen wir dann direkt mal gucken, was wir an Gehaltskosten haben. 240.
Okay. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall herausfordernder als das Sommerszenario, weil du einfach wenig Platz hast, um irgendwie hier Gewinn zu machen, Geld zu machen, Cash. Es dauert einfach länger, um da irgendwas aufzubauen. Weil du dir viele Dinge so schnell einfach nicht leisten kannst, ne? Was ist mit dir? Du jammerst doch schon wieder rum, willst schon wieder mehr Geld haben. Und dann hast du auch noch mit sowas zu tun, ne? Okay, 43. Ich glaube, im Sommerszenario, die hatten dann alle so um das 60, 65 rum, ne? Wollten die dann haben. Naja. Ja, würde ich sagen, sparen wir jetzt erstmal die Kohle für den schwarzen Tee, dann müssten wir ja soweit erstmal alle Getränke haben. Ich bin ja bloß froh, dass die Heizung keinen Unterhalt kostet oder so. Sehr gut. So, hier die... Ach nee, komm, die paar, die wir noch haben, die nehmen wir hier von Kamingrill noch mit. Okay. Sind sie alle draußen? Ja. Da stellen wir jetzt mal um auf normale Gäste. Dann nehmen wir erst einmal, forschen wir erst einmal hier oben. Okay. Ja, gut, ne? Viel haben wir nicht gemacht. Nächster Tag. Müssen wir natürlich erstmal noch ein bisschen Geld machen, erreiche, ja, das... Jawohl, das Spiel uns in die Karten, die 200 Sesterzen. Oder müsste man normalerweise erstmal wieder auffüllen, ne? Fürs laufende Geschäft. So. Jetzt haben wir hier Früchtetee. Ja, der ist gut. Gut gekauft worden, Glühwein, durch die Veranstaltung gestern. Gut. Achso, ich wollte nach den Preisen gucken. Ja, da gehen gleich sehr viele, ne? Wenn man da rechts oben guckt, wenn man hier einen Preis erhöht. Früchtetee. Also normalerweise will ich ja mindestens immer das Doppelte haben, ne? Aber das ist schon okay. Hier machen wir das Dreifache. Glühwein machen wir auch das Dreifache. Wie sieht's denn aus beim schwarzen Tee? Ja, dann machen wir es. Ja. Da machen wir auch genug warme Milch. Vierfache. Und Kaffee machen wir es Zweifache. Beim Kaffee können wir den. Na, den müssen wir ja erst einmal anbieten. Warte mal, beim Kaffee. Den Kaffee setze ich mal auf 9 hoch. Damit wir dann ein bisschen mehr wie das Doppelte. Das ist dann okay. Zum Glück müssen wir keine Steuern abführen hier oder so. Okay, Levelaufstieg. Was haben wir hier? Wer jammert rum? William! Einer meiner Besten, der Treueste der Treuen. Da jammert rum. Levelaufstieg, Getränke. So, passt auf. Wir machen jetzt... Wir haben Glühwein. Oh, guckt jetzt. Schwarztee fast 500. Na los, irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Kannst du vorstellen, die klauen dir dann so ein Fass. Mann. Ja, da beißt du in den Arsch, ne? Okay.
Nächster Tag, genau. Wie viel haben wir denn eigentlich in der Forschung? Da haben 33 bloß noch, sehr gut. Da sitzt 13 Tische, wie viel haben wir? 12. Also müssen wir noch irgendwo ihn herquetschen, hä? Sollte ich tatsächlich vor der Türe... Die Frage ist jetzt, was macht man? Wollen wir tatsächlich jetzt unsere Wache? Ach, Johnny, du schon wieder? Wollen wir uns die Kohle erstmal zusammenkratzen und die Wache aufrüsten, dass wir da nicht Gefahr laufen? Du bekommst erst einmal, warte mal, du bekommst ja genau, du bekommst erstmal eine Mütze. Lorraine, jetzt kommen sie alle, ne? Jetzt kommen sie alle und wollen Kohle. Noch jemand? Brenner! Ach, Leute, tut mir... Du musst halt nur jammern, ne? Naja, gut, ich sag mal, Erfahrungspunkte, ne? Ah, die müssen ja auch... Bleibt ja nicht aus. So, Kamingrill können wir gleich beginnen. Plus 14 Gäste. Wo soll ich denn hier noch einen Tisch hinquetschen, sag mal? Fehlen Zutaten. So. Ah, oh, falscher Knopf. Aber hätten wir so oder so, hätten wir das kaufen müssen. Okay. Wo soll ich denn hier noch einen Tisch hinsetzen? Selbst wenn ich jetzt hier die Heizungen ein bisschen verschiebe. Ja, man könnte höchstens noch einen Tisch noch mit hier ransetzen. Hat ja da auch ausreichend Licht? Ja, Licht reicht gerade noch. Aber ich fürchte dann, wenn wir dann hier hinten in die Ecke Treppen machen wollen. Aber bis dahin dauert es ja noch ein Stück. Da können wir den Tisch ruhig noch nutzen. So. Nächster Tag, komm. Gut, dass man ne. Zack, hau ab. Gut, dass man ne. Aufgewertet haben. 426 Nasse. Oh. Verdiene mehr als 1000 Sesterzen an einem Tag. Na, das müssen wir doch, hä? Sollten wir doch eigentlich schaffen. Jetzt, wo wir noch Schwarztee anbieten. Was wäre denn als nächstes dran? Dann könnten wir direkt in die nächste Etage gehen. Das würde ich dann als erstes direkt machen. Aber du brauchst ja goldene. Das heißt, Veranstaltung. Aber es sind ja nur 10. Es sind nur 10 goldene. Wir brauchen da hier unten einen Abenteurertisch, wenn wir da so eine Veranstaltung machen wollen. Also ihr seht, Kohle ist hier knapp. Na, wenn du da... Ich denke, da hast du es dann, wenn du eine größere Kneipe hast... Hast es bedeutend einfacher, weil du kannst alles voll Tische krachen, ne? Und dann kommt die Kohle dann und, ja. Empfinde ich, als ob das bedeutend besser geht, schneller geht, einfacher. So, noch ein bisschen Obst.
Aber große Sprünge können wir jetzt auch nicht machen. Mit dem Geld. Sonst hängen wir am nächsten Tag wieder in den Nassen. Genau, neues Rezept. Okay. Trotzdem 575. Nee, ich würde das gucken. Wir haben Gehälter, Wachs und Öl, Auffüllungen, Musiker. Also wenn man die Auffüllung jetzt mal wegnimmt, da kommen wir trotzdem, na ich sage jetzt mal, auf 440. Auf 440, was wir ausgegeben haben. Da reicht das Geld hier oben gerade so aus, um die Kosten vom nächsten Tag zu decken. Was brauchen wir hier noch? 15 Rote. Da planen wir mal eine Veranstaltung ein. Für morgen vielleicht gleich. Sehr schön. Dann machen wir die auch noch voll. Da brauchen wir allerdings Früchte, die tun wir mal noch ein bisschen aufkohlen. So. Gut, ziehen wir das mal noch durch, ne? Sorge dafür, dass das gesamte Personal über 80% zufrieden ist. Gibt's aber auch 5 Punkte gleich dafür, ne? Okay. Das hängt nur wieder am Johnny. So, Amos. Gut, neues Rezept. Wir wollen ja, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind, ne? Nicht, dass die noch auf die Idee kommen, hier Betriebsrat zu gründen. Ja, das dauert bedeutend länger, da hier irgendwas aufzubauen, das stimmt, aber es ist eine schöne Herausforderung, muss ich sagen. Es dauert zwar länger, und du musst mal überlegen, wo du was hinsetzt, aber es ist eine schöne Herausforderung. Hatten wir denn eigentlich schon die letzten Tage irgendwelche goldenen? Nee. Kriegen wir tatsächlich nur durch Veranstaltungen ran, ne? Was wäre denn da so eine Veranstaltung? Das ist tatsächlich eine Schlachtsiegfeier, ne? Anforderung, da brauchen wir Birdie-Birds-Bohnen, Fleisch haben wir da, ist Rezept. Daran wird's dann hängen. Wartet, hier, Forschung. So, als nächstes. Tja. Wenn wir den Kamingrill einbauen, locken wir dann auch goldene an, weil wir dann ihr anderes Essen anbieten, kann das sein? Das probieren wir einfach mal aus. Ansonsten würde ich sagen, wäre ja dann als nächstes nur ein Schneidetisch mit normalen Gästen erstmal, ne? So. Ja. Ich würde direkt mal hier einen Grill mal reinsetzen. Küche. Kamingrill. Okay. Den setzen wir jetzt. Na, den. Dann nehmen wir die Kiste, tun die mal ein bisschen. Aber die können wir hier hin tun. Hier tun wir den Grill hin. Okay, und da bieten wir ja jetzt, hoffe ich, wir haben ja auch noch
Gemüse und Fleisch, was wir auf dem Grill tun können, ja. Das heißt, wir müssten ja reguläres Essen. Hühnchenschüssel, gebratener Fischbrot. Genau, das können wir ja jetzt anbieten. Mal gucken, ob wir da 1% Chance auf Goldene. Das ist wenig genug, ne? Eventessen, Käse. Ja, da müssen wir erst einmal Käse versorgen, ja. Jetzt ziehen wir noch einen Tag durch. Mal gucken, ob wir in Goldenen anlocken. Ansonsten würde ich nur, naja, eine neue Etage. Ich glaube, wir müssen erst einmal hier unten mit der Etage erstmal alles ausreizen, bevor wir in die nächste gehen. Weil dann ist ja wieder. Da wäre ja dann auch eine Frage. Ja, wenn wir die nächste Etage brauchst du ja dann natürlich wieder eine Bar, denke ich mir. Oder? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wenn wir unten 4, wir können ja auch noch in der Küche Schankmeiden einstellen. Wir hätten ja insgesamt unten 8 maximal, die wir einstellen könnten. Ob die dann auch in die erste Etage hinaufgehen und dort ein Getränke und Essen hinaufbringen. Also dass sie das machen, ist klar, aber ob die das schaffen, wenn wir dann oben nochmal 12 oder 13 Tische haben. Oder noch mehr. Wir haben ja dann Platz. Wir bräuchten ja in dem Fall oben keine Bar und auch keine Küche. Wir haben da ja Platz ohne Ende. Ob die das schaffen, das ist die Frage. Die Gäste gehen verärgert. Was ist hier los? Warum ist er gegangen? Weil es keine Toiletten gibt. Ach, die brauchen. Siehst du? Das meinte ich eben mit Ausbauen. Wir sind hier unten noch nicht so sattelfest. Wir setzen aber mal noch 300, oh, weißt du? So. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt hier alles geregelt. Und schon wieder ist die Kohle alle, ne? Also du kommst wirklich nicht so sehr aus dem Knick. So, Leute, geht ja etwa schon wieder. Nein, kein Goldener. Okay. 92,3% Belegung. Naja gut, meine Lieben, es bleibt spannend. Schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Tavernenmaster. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.